Hallo, wir sind Sarah und Jonas. Und wir sind die Togo Show und ganz neu auf YouTube. Und wir spielen und wir basteln. Verdammt, du bist aber auch schnell. Und wir geben der Langeweile absolut keine Chance. Das stimmt. Und weil wir hier relativ neu auf YouTube sind, müsst ihr uns unbedingt schreiben, wie ihr die Togo Show findet. Und zwar hier unten, wie Jonas es schon zeigt. In die Kommentare rein. In die Kommentare. Ja. Denn nur so können wir uns besser kennenlernen. Richtig. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Togo Show. Bis gleich. Bis gleich. Wochenende. Du weißt, was das heißt, oder? 3, 2, 1, Wochenende! Es ist Wochenende und für einige von euch sind die Sommerferien bereits vorbei. Mhm. Für einige, die haben das noch vor sich, noch ein bisschen. Das stimmt. Aber dann heißt es Schule. Aber ich würde mich freuen. Freunde treffen, Unterricht, lernen, lachen und die große Pause. Die hat mir ja immer am besten gefallen. Das stimmt. Da haben wir mal Versteck-Abschlagen gespielt. Kennst du das? Nein. Versteck-Abschlagen? Ja, also das ist so eine Kombination aus Verstecken und Fangen. Oh, also okay. Mhm. Zwei gute Spiele in einem. Nicht schlecht. Nebenbei, ich hatte letztens einen Traum von der Schule. Wirklich? Ja, und vom Unterricht. Und von dir. Das musst du mir mal erzählen. Pass auf, also. Es war ein... Kommen wir zur Aufgabe des Tages. 17 plus 38. Wer weiß es? Wie wär's denn mal mit Jonas? Hm? Jonas, 17 plus 38. My name is Jonas. Was er eigentlich sagen wollte, war 17 plus 38 ist 55. 55? Das ist absolut richtig, ihr habt keine Hausaufgaben auf, ihr könnt jetzt nach Hause gehen und gleich kaufe ich euch noch ein Eis. Oh, bester Unterricht überhaupt! Yay! Tja, Jonas, siehst du, selbst in deinen Träumen helfe ich dir aus der Patsche. Okay, gut, ist richtig. Dankeschön. Also wirklich, danke. Bitte. Aber irgendwie muss man sich doch in der Schule mal vielleicht ein bisschen ablenken können. So, nur so ein bisschen. Stimmt. Irgendwas, was einem Spaß macht. Mit Schleim, Schleim, Schleim. Stimmt, Schleim. Schleim. Oh, ich liebe Schleim. Aber das kann man nicht in dem Unterricht machen. Das geht nicht. Weißt du, wer das verbinden könnte? Schleim und Unterricht? Mhm. Lisa. Herzlich willkommen zu Selbstgemacht. Ich bin Lisa und vielleicht kennt ihr das auch. Ihr sitzt in der Schule, guckt auf euer Notizbuch und denkt euch, irgendwas fehlt. Schleim. Schleim? Ihr habt richtig gehört, denn ich habe ein cooles Schleimnotizbuch gebastelt und somit kommt garantiert keine Langeweile mehr auf. Für das Schleimnotizbuch braucht ihr ein Notizbuch und einen verschließbaren Zipperbeutel, der nicht größer sein sollte als das Buch, und eine Vorlage, die dahinter kommt, und die schneidet ihr auf die Größe des Zipperbeutels zu. Ich habe mir als Vorlage Ninjago ausgesucht und ihr dürft natürlich eurer Kreativität freien Lauf lassen und ausdrucken, was ihr wollt. Und die Vorlage könnt ihr jetzt einfach auf das Notizbuch kleben. Jetzt heißt es Schleimalarm, denn für ein Schleimnotizbuch brauchen wir Schleim. Und um diesen herzustellen, brauchen wir Waschmittel mit mindestens 15-30% Tenside. Ihr fragt euch, was sind Tenside? Das erkläre ich euch jetzt. Tenside sind ähnlich aufgebaut wie Seife und wirken genau so. Die Tenside verringern die Oberflächenspannung des Wassers. Dadurch dringt das Wasser besser in die Kleidung ein und vermischt sich somit besser mit dem Waschmittel. Da, wieder was gelernt. Aber starten tun wir mit dem flüssigen Kleber. Den dürft ihr in eine Schüssel geben. Und damit er nicht so langweilig durchsichtig ist, färben wir den noch ein. Und ich wähle jetzt erstmal grün. Lebensmittelfarbe gebt ihr einfach zum Kleber hinzu. Und ihr könnt auch Glitzer hinzugeben, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber nicht, aber ich liebe Glitzer, deswegen kommt noch welcher hinzu. Und das Ganze rührt ihr erstmal um. Und damit das Ganze jetzt auch zu Schleim wird, braucht ihr das Waschmittel und gebt am besten immer so nach und nach etwas hinzu, damit es nicht zu fest wird. Mein Schleim ist jetzt fertig und hat den perfekten Glibberigkeitsgrad. Sieht zwar ein bisschen aus wie Wackelpudding, ist aber nicht essbar wegen Kleber, Waschmittel und Glitzer. Was ihr aber machen könnt, euch noch eine zweite Farbe machen. Ich habe jetzt Gelb genommen und die fülle ich jetzt in den Zipperbeutel. Und wenn der Schleim im Beutel ist, dürft ihr den schon mal ein bisschen verteilen, sodass keine Luft mehr im Zipperbeutel ist. Dann verschließt ihr den vorsichtig.
und drück den Schleim in alle Ecken. Der Schleimbeutel ist jetzt fertig und den kleben wir jetzt so in das Notizbuch, dass auch nichts herausglibbern kann. Zuerst klappt ihr das Notizbuch auf, nehmt euch den Beutel und klebt die Zipperseite an dem einen Ende fest. Und damit der Verschluss auch wirklich dicht ist, klebt am besten nochmal einen zweiten Klebestreifen drüber. Jetzt klappt ihr das Notizbuch zu und den Zipperbeutel einmal drüber. Um den Zipperbeutel zu befestigen, braucht ihr Klebeband und ich habe mich entschieden, eins mit Muster zu nehmen, denn damit verschönere ich auch gleichzeitig die Ränder. Mein Schleimbuch ist jetzt fertig und es ist richtig, richtig cool geworden, wie ich finde. Und wenn ihr nämlich Langeweile habt oder eure Finger etwas Beschäftigung brauchen, dann könnt ihr euer Bild einfach Stück für Stück immer etwas freidrücken. Ich habe zum Beispiel auch noch mal einen Mighty Mops gemacht und einen Ninjago-Buch. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns nächste Woche. Ciao! Oh Mann, mega cool, oder? Mhm. Hätte ich so ein Schleimbuch in der Schule gehabt, ich hätte damit die ganze Zeit rumgespielt. Mhm. Und gar nichts mehr mitbekommen vom Unterricht, stimmt's? Mhm. Vielleicht. Also ich glaube, ich hätte mir ja so ein Spirit-Schleimbuch gemacht. Ich reite los, so wild und frei. Okay, gut, verstanden. Aber weißt du was, ehrlich gesagt, ich mochte die Pausen sowieso am meisten in der Schule. Mhm. Ich meine, da konnte man Fangen spielen, Seilspringen, Verstecken. Ja, hallo, ich habe in der Togo-Show doch bewiesen, wie gut ich Seil springen kann. Stimmt, er war wirklich gar nicht so schlecht. Ja, oh, und denkt dran, schreibt gerne in die Kommentare, wie euch die Show bis jetzt gefällt. Mhm. Wir sind super gespannt. Also, ich glaube, die Basisdinge, die kann ich. Okay. Also, soll ich mal versuchen? Zeig doch mal die Basisdinge. Okay. Also, in Deckung bitte. Okay, das waren die Grundschritte. Das ist Seilspringen, nicht schlecht. Und du? Also, ich kann Folgendes. Los geht's. Also, ich kann normal springen. Ich kann über Kreuz springen. Fertig. Wow, ich bin beeindruckt. Und jetzt bin ich so richtig im Spielemodus. Ich auch. Wir könnten auch das Spiel spielen, das Kids Bob bei der Togo-Tour in Saarbrücken gespielt hat. Richtig. Wir haben so eine Challenge gemacht. Mhm. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Und während ihr euch das anguckt, wie wäre es, wenn wir einfach mal üben, rückwärts zu springen mit dem Seil? Wir können es versuchen. Okay. Okay. So. Drei, zwei, eins. Nein. Oh, okay. Ich kann das nicht. Wir waren trotzdem gut. Ja. Bevor es für Kids Bob wieder auf die Togo-Tour-Bühne in Saarbrücken geht, testet die Band ihr Musikwissen. Hi Leute, ich bin Susanne. Ich bin Sarion. Und wir sind gerade in Saarbrücken und wir drehen gerade eine Challenge und zwar müssen wir Lieder erraten. Und dieses Musikquiz ist selbst für so gute Sänger wie Adrian ziemlich krass. Sing doch! Du musst schon singen, nicht irgendwelche Geräusche machen. Ey, aber ich verstehe nicht. Denn mit einem riesengroßen Schluck Wasser im Mund singt es sich eben auch ziemlich schwer. Was hast du gesagt? Ich habe Happy und Kuchen gesagt, aber... Nein, Feuerwerk. Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk, oh, oh. Oh, aber wenn du so... Junge, das ist so schwer. Was soll ich denn wissen? Es wird spannend. Schlagen sich ihre englischen Bandkollegen besser? Ich weiß es, aber mir fällt der Name nicht ein. Nicht schlecht, Mia. Es ist Your Song. Zurück zu Susanne und Adrian. Anstatt mit Wasser spielen die beiden das Musikquiz jetzt mit Fruchtschnecken. Errät Adrian den richtigen Song? Susanne gibt auf jeden Fall alles. Ah, warte! Ich weiß es!
Ich weiß, welches Lied ihr meint, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Mi Gente. Wir greifen Adrian mal unter die Arme. Es ist der Mega-Hit Mi Gente. In der Zwischenzeit gibt auch Mia alles. Aber jetzt fällt es auch Max ein. Gut gemacht, Max. Jetzt wird es aber Zeit für ihren Auftritt. Noch einmal kurz hinter der großen Togo-Tour-Bühne zusammen mit Togolino proben und los geht's. Hammer! Die Fans sind begeistert und Kidsbop überglücklich. Nächste Woche bei Kidsbop das Star-Tagebuch. Kidsbop mit der großen Togo-Tour in Stuttgart. Und so viel dürfen wir schon mal verraten. Es wird wieder lustig. Okay, das Spiel war mal mega cool. Lass uns das auch spielen. Ja, habe ich mir schon gedacht und ein Wasser parat. Okay, wenn ihr eine Ahnung habt, was sie da gerade singt, dann schreibt's mal unten in die Kommentare. Ich habe nämlich gar keine Ahnung. Was für ein Song sollte das sein? Vielleicht wisst ihr es besser. Okay, dann schreibt's mal unten hin. Und falls ihr weitere Togo-Show-Folgen sehen wollt, dann klickt einmal hier oben auf unseren Kanal. Da gibt's nämlich noch ein paar. Und ab Januar könnt ihr uns auch im Fernsehen sehen, immer samstags und sonntags ab 8.30 Uhr. Sehr schön. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. Mach du auch noch mal eins. Oh, gute Idee. Okay. Okay, und du hast gesagt, dass ich schlecht war? Da könnte man ja gar nichts verstehen.